Anfang des 21. Jahrhunderts stieß die Tyrell Corporation in die Entwicklung der Roboter in die Phase Nexus vor. Sie schufen ein dem Menschen völlig identisches Wesen, den Replikanten. Diese künstlichen Menschen der Phase Nexus 6 waren stärker, beweglicher und mindestens ebenso intelligent wie die Genetikingenieure, die sie geschaffen haben. Replikanten wurden als Sklavenarbeiter bei der gefährlichsten Erforschung und Kolonialisierung anderer Planeten missbraucht. Bäh. Nach der blutigen Meuterei einer Nexus 6 Gefechtstruppe in einer Kolonie auf einen anderen Planeten wurde Replikanten unter Androhung der Todesstrafe die Rückkehr zur Erde verboten. Spezielle Polizeieinheiten, die Blade Runner, erhielten den Befehl, jeden Replikanten, der auf der Erde entdeckt wird, zu töten. Man nennt es nicht Exekution, sondern aus dem Verkehr ziehen. Los Angeles, November 2019. Und damit so ganz nebenbei ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play namens Blade Runner. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Spiel erschien 1997 und hatte sehr gute Bewertungen bekommen. Es ist ein sehr gutes Adventure und selbst der Film soll ein Klassiker sein. Ich gehe dann jetzt. Lucy, meine Süße. Ich habe den Tigerkäfig gereinigt und die Futterbehälter vorbereitet. Also, wenn es Ihnen recht ist, ich bin dran, das Abendessen zu machen. Hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen, meine Hübsche? Nur eine winzige Kleinigkeit? Mr. Runciter, bitte. Es war wirklich ein sehr anstrengender Tag für mich. Ich will aber nicht, Sir. Aber Lucy, Kind, ich dachte, wir hätten das alles letzte Woche schon geregelt. Wir wollen doch nicht vergessen, wer von uns beiden dein Gehalt zahlt. Es ist geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Warte! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich sagte Ihnen doch, wir haben geschlossen. Wir wollen hier nichts kaufen, kleiner Mann. Wir wollen verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas haben, das für mich von Bedeutung sein könnte. Was Sie hier finden, sind ausschließlich äußerst seltene Tiere von allerhöchster Qualität. Na, was für ein Zufall. Qualität habe ich auch. Das ist der Preis für Demut, verstanden? Oh. Bitte, bitte, nicht. Und wofür könnten wir Sie heute noch begeistern? Sir, vielleicht für ein bisschen Tugend. Nein, tun Sie meinen Tieren nichts, bitte. Ich flehe Sie an. Aber wie steht's denn mit der Ehre, kleiner Mann? Welchen Preis hat die Ehre? Oh mein Gott, nein! Dieser Tiger ist das seltenste Exemplar, das ich besitze. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. BR61661, melden Sie sich im Polizeipräsidium. Code 3, wiederhole, Code 3. Meine 12-Stunden-Streife ging gerade zu Ende, als ich die Meldung bekam. Eine willkommene Abwechslung, denn das Aufregendste, was ich in dieser Nacht gesehen hatte, war eine schizoide Oma, die in ihrer Unterwäsche Tänze aufgeführt hatte. Hatte ich nicht mehr bekommen, seit irgendeine Nutte Brians Schreibtisch vollgekotzt hatte. Und ich die Säuberungsaktion leiten durfte. In den anderthalb Jahren bei der Polizei war das immer noch mein dreckigster Job. Wo ist Captain Bryant? Ist heute krank, hat sich einen heftigen Fall von Leichenvergiftung zugezogen. Er hat mich persönlich gebeten, die Abteilung während seiner Abwesenheit zu übernehmen. Guzza war einer der alten Hasen, der auch die harten Sachen in den Straßen gesehen hatte. Er wirkte ganz umgänglich. Aber wenn man kein Freund von ihm war, musste man sich besser vorsehen. Ich hoffe, Sie haben die freie Zeit genossen, mein Kleiner. Denn jetzt kann's wirklich unangenehm werden. Kann's kaum erwarten. Freuen Sie sich bloß nicht zu früh. Die anderen Blade Runner sind voll beschäftigt.
Holden saugt sein Essen durch den Strohhalm. Gav ist an der Tyrell-Sache und Steele arbeitet verdeckt an einem Sonderauftrag. Leider sind Sie der Einzige, der den Job übernehmen kann. Sie verstehen es wirklich, einen zu motivieren, Sir. Tiermord, drüben bei Runciter. Wahrscheinlich war es nur ein Verrückter, aber Sie haben uns gerufen. Der alte Runciter hat ungefähr 1 Milliarde an Chinyen verloren. Verstehe, das ist eigentlich gar kein Job für unsere Abteilung. Haben Sie vielleicht was Besseres vor? Vielleicht wollen Sie Ihr Französisch aufbessern. Machst du heute Abend blau, Cowboy? Ich dachte, du hast einen Sonderauftrag. War nichts Besonderes, nachdem ich die Wichser weggeblasen hatte. Was ist passiert? Ein paar Reps haben sich bei Kaiser als Fibroplastarbeiter ausgegeben. Ich habe mich als Krankenschwester verkleidet, sie hatten keine Chance. Kann ich mir vorstellen. Hast du den Test gemacht? Ach, Quatsch. Ich fühle da diese Intuition in meinem Bauch und die hat sich noch nie getäuscht. Wenn du die entwickelst, hast du eine glänzende Karriere vor dir. Okay, ich arbeite dran. Welchen Auftrag hat dir Gosa gegeben? Tiermord bei Runciters. Was, Tiermord? Ach, diese verdammten Hautjobs haben vor nichts, was wirklich lebt und atmet, Respekt. Und diesen verfluchten Elden Tyrell sollte man in einen Leichensack stecken und ein für alle Mal zum Mond schießen. Naja, ohne ihn hätten wir keinen Job. Ja, ich würde sagen, wir könnten einen bezahlten außerplanetarischen Urlaub gut gebrauchen. Du kannst jetzt aufhören, mir auf den Arsch zu glotzen. Sag mal, hast du etwa Augen im Hinterkopf? Du brauchst nur zu fragen, Cowboy. Der Handel mit Tieren war ein sehr einträgliches und angesehenes Geschäft, seitdem die meisten echten Tiere nach dem Dritten Weltkrieg ausgestorben waren. Obwohl es viele elektrische mit Akku gab, kaufte sich niemand, der was auf sich hielt, so eine Fälschung. Keineswegs. Ja, eine schöne kleine Vorgeschichte und damit ein ganz herzliches Willkommen nochmal zu einem neuen Let's Play und das heißt Blade Runner. Ja, nach langer Zeit spielen wir endlich mal wieder ein Adventure und sogar ein sehr gutes. Ich habe mir sogar mal vor einiger Zeit mal den Film angeschaut. So richtig habe ich die Story nicht ganz kapiert, aber wir sind zumindest, wie hieß denn unser Herr denn nochmal? Roy Mac irgendwas. Wir haben den Namen gar nicht erfahren. Ray McCoy sind wir. Wir sind Replikantenjäger. Wir sind ein Blade Runner. Replikanten dürfen ja auf der Erde nicht leben, weil sie ja intelligenter sind als der Mensch. Die könnten durchaus gefährlich sein. Und ja, unser erster Fall hat bestimmt erstmal nichts mit Replikanten zu tun. Vielleicht aber doch in der Richtung. Und naja, der... Ihr habt es ja schon gehört, Tyrell Corporation. Und wen habe ich bei mir in der Kanalliste? Tyrell. Er hat bloß ein E extra dran. Vielleicht hat er den Namen davon. Okay, ja, ich spiele es vollkommen blind. Ich spiele das allererste Mal. Also wenn ich hier irgendwelche Probleme habe, dann liegt es definitiv an meiner Spielweise, denn ich spiele ja blind. So, hier ist ein Tatort und hier sind viele Schaulustige. Ich habe ja auch entsprechend eingelesen, was der Cursor hier bedeuten soll, wenn er sich entsprechend färbt. So, was macht man denn? Frag die Leute in der Gegend, vielleicht hat jemand was gesehen. Ja, wäre ganz angenehm. Wird gemacht. Wir kriegen auch total viel mit, aber naja. Da werden erstmal die Leute befragt. So, da haben wir ein Beweisstück. Ich spiele übrigens auf den Retro-Rechner 1, also auf dem Pentium 1-Rechner. Das Blöde ist, ich wollte es auf dem Retro-Rechner 2 spielen, auf dem Pentium 2-Rechner. Allerdings hat das Spiel dort nicht funktioniert. Ich hatte einen Kernelfehler. Welcher hast du gefunden? Ein Chromteil. Von einem Auto? Also mit Sicherheit nicht von einem Pferd. Eintüten und kennzeichnen. Natürlich. Ja, ich glaube, wir haben auch ein bestimmtes Inventar, wenn wir uns selber anklicken. Soweit ich das rausgefunden habe, ich habe vorher ein klein wenig angespielt. Ein Chromteil haben wir gefunden. So sieht das aus. Wir haben derzeit einen Tiermord. Können wir das hier irgendwie einfügen? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, kann ich leider noch nichts damit anfangen. Da machen wir uns erstmal raus. Wir haben erstmal einen Chromteil vom Eingang gefunden. Und naja, ich konnte das Spiel ja auch nicht voll installieren. Denn, wie ihr, glaube ich, schon vorher gesehen habt, das Spiel braucht jede Menge Platz.
Und das Spiel ist von 1997. Kratzer und Lackspuren. Ich wusste, was sie zu bedeuten hatten. Jemand würde einen saftigen Strafzettel bekommen. Es sei denn, die Stadt hätte sich ein pechschwarzes Löschfahrzeug gekauft. Na gut, wollen wir mal reingehen in den Hundeladen, in den Tierladen. Dass man sich da nur solche künstlichen holen kann, ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Ein Indiz, dass er entweder verletzt oder behindert war. Der andere schien viel beweglicher zu sein, geschmeidig. Ein ziemlich ungleiches Paar. Hm. Was ist denn mit dieser Person hier? Was tut sie hier? McCoy, LPD. Ich bin absolut sicher, dass Lucy Devlin etwas mit dieser verabscheuungswürdigen Tat zu tun hat. Sie ist dieses junge Mädchen, das für mich arbeitet. Was denn? Sie hat dieses Gemetzel angerichtet? Nein, natürlich nicht. Das waren zwei Männer. Die haben das aber offenkundig mit ihr verabredet. Offenkundig? Wie sahen sie aus? Groß und unheimlich. Und absolut bösartig. Hm. Der meint, das hat was mit seiner Mitarbeiterin zu tun. Hm. Das klingt schon merkwürdig. Ich bin ruiniert. Völlig ruiniert. Alles verloren. Hm. Naja. Gut, da oben haben wir eine Videokamera. Vielleicht könnten da Hinweise sein. Das hatten wir zwar schon vorher gesehen, aber mal gucken. Ich hoffe, euch stören diese Ladezyklen hier überhaupt nicht, weil, wie gesagt, ist jetzt gerade so eine Art Notfallsituation, dass ich das jetzt gerade hier auf den einen... Er war mein Baby. Ja, ist gut. Das war jetzt so eine Notfallsituation, dass ich das jetzt auf den anderen Rechner installieren musste. Haben Sie die Aufzeichnungsdisk von dieser Überwachungskamera? Geduld? Es spielt keine Rolle. Diese Mörder haben auch die Kamera zerschossen. Ja. Sie war Tausende von Chenien wert. Vielleicht wurden sie aufgezeichnet, bevor sie zerstört wurde. Hm. Ah, da ist vielleicht was dran. Da könnte durchaus was dran sein. Wir müssten bloß irgendwie rankommen. Ich kann ihn nicht interagieren. Vielleicht guckt er jetzt gerade bei der Kamera nach. Ja, dauert ein klein wenig. Ich glaube, das ist die Disc von heute Nacht. Mhm. Fantastisch. Fantastisch, da haben wir wieder was eingesammelt. Eine CD. Müssen wir uns wieder selber anklicken. Ja, dauert ein klein wenig. So, Hinweise. Wir haben sehr viele Hinweise. Art des Hinweises, Videoaufzeichnungen haben wir da. Was haben wir denn alles? Chromteil hat man bisher. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr grobe Kratzer und Lackspuren. Nach den Fußspuren zu... Ich bin absolut sicher... Wir haben ja noch die Videodisc, aber die können wir... Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt abspielen können. Waffen hat man ja bisher noch nicht sehr viel. Ich weiß leider nicht, wo man die Videodisc aufrufen kann. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Ein Indiz, dass er... Gut, das haben wir uns ja alle schon angehört, dass es hier zwei große Personen gewesen sein könnten. Da müssen wir halt mal gucken. So, wo können wir uns denn hier noch umschauen? Mein Liebling, er war mein Baby. Hm, ja. Da haben wir ein Bild. Was könnte das denn darstellen? Haben Sie irgendeine Idee, was die gesucht haben könnten? Zuerst wollten sie Geld, aber ich habe hier keine großen Summen im Laden. Dann dachte ich, dass sie meine Tiere stehlen wollten, aber sie haben angefangen, sie hinzurichten. Waren es vielleicht Replikanten? Wer sonst wäre wohl zu einer so barbarischen Tat fähig? Barbarisch. Ich wollte Replikanten sagen, jetzt komme ich auf barbarisch. So. Ja, also, er könnte... Ich bin ruiniert. Völlig ruiniert. Er ist alles sicher, verloren. Dass das die Replikanten sind. Aber sonst können wir jetzt hier auch nicht viel machen. Wie gesagt, vielleicht könnte es auch irgendwann wieder so weit sein, dass ich dann auch wieder zu einer Komplettlösung greifen muss. Naja, müssen wir einfach mal schauen. Ich konnte es nicht verstehen. Es machte einfach keinen Sinn. Die Tiere wurden ermordet, aber nichts gestohlen. Allein die kleinen Tiere hätten eine beträchtliche Summe auf dem Schwarzmarkt gebracht. Das Ganze kam mir wie ein Racheakt vor. Ja, auch ein bisschen suspekt. Man tötet nur die Tiere, aber man klaut nichts. Das ist ja wie, als ob man irgendwie nur eine Bank überfällt, alle Mitarbeiter umbringt, aber nicht das Geld mitnimmt. Hm. Tja, wer weiß.
Bestimmt sind diese Replikanten nicht wirklich auf Geld aus, sondern mehr auf Rache.